Ja, der war zu nah. Der muss da hinten hin. Da muss er hin. So. Ja, so sollte er aber rüber gucken. Also. Schauen wir mal. Viel zu hoch. Okay, wir machen das mal anders. Wir machen mal. Wir machen das mal so. Mal gucken, ob wir das mit so einem Zwischenhalter dahin besser hinkriegen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Mal sehen, vielleicht passt es ja so. Wenn nicht, lassen wir vielleicht die Förderbänder einfach so nach oben laufen. Überschrägen. Ich glaube nicht, dass ich da ein Förderband drauf kriege. Nee. Okay, wir müssen bis da zur Oberkante gehen. Dann das Ganze nochmal. Das ist ein Fisselkram, das ist echt nicht... So, drehen wir das Ganze mal. Gucken, wann er anschlägt. So, okay. Jetzt sollte es passen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Okay, das sieht schon besser aus. Ich hätte ihn zwar ein bisschen ebenerdiger gehabt, aber wir lassen das jetzt so. Und dann kommt hier einfach eine Stütze mittig davor. Wo wir das Förderband einfach drauflaufen lassen. Okay, dann wären wir nämlich schon mal hier oben mit dem Zeug. Dann ist das schon mal super. Okay, von hier aus soll der Kram im Prinzip verteilt werden. Bin jetzt gerade überlegen, ob das gut ist, dass wir das von hier hinten kommen lassen. Weil ich nicht weiß, ob das mit den Generatoren sonst passt. Kohlegenerator. Ich möchte gerne... acht Stück. Sind die? Wie viel passen hier hin? So, der hat den Input von da. Oh, die sind ja riesig, die Viecher. Wir holen uns erstmal das Material. Gucken wir mal, inwieweit das Ganze passt. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen basteln, weil von den Rotoren und von den Rahmen habe ich, glaube ich, nichts auf Vorrat. Das wird natürlich... Wir müssen ein bisschen Gas geben. Weil ich habe kein...
Biozeug mehr. Und wenn die leer sind, dann gehen uns hier die Lampen aus. Okay, wir gucken mal. Ich brauche 40 Rotoren. Dafür brauche ich jede Menge Eisenstangen und Schrauben. Schrauben ist das, was mir wohl fehlt. Jetzt werden mir gleich die Eisenstangen ausgehen. Nämlich ziemlich genau jetzt. Okay, sollte nicht das Problem sein. Eisenstangen müssten wir mehr als genug haben. Gehen wir mal runter zu den Rotoren, dass wir das so ein bisschen im Blick haben. Okay, 40 Stück. Ist ein bisschen Fusselkram, ein bisschen handgecrafter, aber geht zum Glück eigentlich noch. So, dann brauchen wir noch die Rahmen. Davon brauche ich 24. 26 können wir bauen. Super, alles dabei. Sehr schön. Okay. Super, gehen wir rüber. Dann stellen wir die 8 mal auf. Und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir haben. Wie das Ganze wirkt. Machen wir erstmal 4 auf jeder Seite. Fangen wir, glaube ich, vorne an. Und gehen nach hinten durch. Dass, wenn uns noch welche fehlen sollten, wenn uns die Energie knapp wird, wir vielleicht nach hinten ausbauen können. Wäre eine Option. Das ist verschenkter Platz. Das heißt, ich würde tatsächlich hier anfangen. Hier den ersten stellen. Oh, die Dinger sind ja riesig. Eigentlich kann ich auch so einen halben Block freilassen, ne? Ich stelle mal da den ersten, da kann ich besser gucken. Machen wir da mal den ersten hin. Dann kann ich hier nämlich noch eine schöne Wand hintersetzen. Ja, okay, das ist okay. So, dann können wir die eigentlich Lane an Lane jetzt ausrichten. 2, 3, 4. Einen kriege ich da noch hin, ne? Ja, dann machen wir das auch. Das ist gut. So, der hat so einen halben Block hier hinten frei, ne? Ja, Hälfte ungefähr. Fangen wir mit dem wieder an. Kriege ich da eine Linie? Sehe ich nicht. Wird schon gut finden, wenn die
ich krieg keine Bezugsmarker. Okay, ist egal. Dann machen wir so Pi mal Auge. Der passt ja gar nicht von der Ausrichtung her. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Da war unser Strich. Da war er. Wo ist er? Stellen wir mal hin, gucken wir mal. Okay, kann ein Stück zurück. Kann ein Stück zurück. Krieg ich es auch nicht ausgerichtet. Mal von hier machen. Boah, die Dinger sind so fett und so riesig, man kann überhaupt nichts sehen. Sollte gehen. Okay, hat den Mittelpunkt. Und hat auch den Mittelpunkt. Okay, passt es jetzt ungefähr? Der ist mit dem Auslass hier. Der ist ein bisschen weiter rüber. Ah, der steht doch. Mist. Nochmal abreißen und machen das Ganze nochmal. So. Und so. Okay, ist ein bisschen weiter hinten. Ich nehme mal hier nochmal einen weg. Und setze hier nochmal einen mit rüber. Okay, der ist ein ganzes Stück weiter hinten, ne? Der ist jetzt mit dem Fuß, mit dem vorderen Fuß, mittig auf Kante. Mal gucken, ob wir den auch so ausgerichtet kriegen. Mit dem vorderen Fuß. Mittig auf Kante. Ah, ein Stück zu weit. Ein Stück zu weit. Dann nehmen wir uns den hier als Hilfe. So wäre er gleich. So ist er drüber. Der sitzt an Kante. Und der sitzt auf Kante. Mal gucken, vielleicht.
gleich täuscht das. Ja, der ist wieder drüber. Der ist wieder drüber. Wie weit ist der jetzt zurück? Ach, der sitzt so verkehrt rum hier. Die sitzen beide verkehrt rum. Oh, deswegen passt das nicht. So kann das auch nicht gehen. Das sieht gut aus jetzt. Ja, das sieht gut aus. So, machen wir den einfach nur noch da dran ausrichten. So, genau, und dann haben wir hier nämlich unsere 8 Generatoren. Das heißt, wir müssen dieses Förderband jetzt auf 8 aufteilen. Dieses Förderband auf 8 aufteilen. Eigentlich könnte ich ja beigehen und das Förderband durchziehen. Hier so und dann da die die Splitter draufsetzen, genau so, und die könnte man dann immer so setzen, dass sie mittig auf diesen Platten sitzen. Das müsste dann funktionieren. Warte, wir gucken. Das gerade bisschen schief. Wir können ein Stück hier rüber. So, eventuell. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, jetzt ist der ein bisschen schief. Die sind nicht ganz ideal zueinander ausgerichtet. Ja, der steht da auch ein bisschen drüber. Der steht da tatsächlich ein bisschen drüber. So eventuell. Ja, zu weit vorne. Mal richtig rumdrehen das Ganze und dann mal gucken, dass wir hier die Mittellinie kriegen. Da war sie. Müsste doch. Der steht mit dem kompletten Fuß drüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar so. Jetzt ein Stück zurück. Der Fuß, diese Kante läuft mit der Kante mit. Mal kurz gucken. Und die ist ein ganzes Stück drüber. Ist ein ganzes Stück drüber.
Ja, ich weiß, es ist pingelig und es ist penibel, aber ich möchte es gerne so gut es geht gleich haben. Ich mache den mal weg hier eben, dass er sich vielleicht hier den Mittelpunkt ziehen kann. So müsste das passen. So, und dann brauchen wir die jetzt im Prinzip nur so ausrichten, dass wir hier unsere Mittellinie kriegen. Da ist er. Da. Und da. So, dann probieren wir das mit den Splittern nochmal. Ah, guck mal, dann kriegen wir hier auch einen Mittelpunkt. Das ist gut. Hier nicht. Wieso nicht? Der steht hier da an rechter Kante. Nicht, da ist der im Weg. Ne, das passt ja gar nicht. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Der ist auch nicht mittig, ne? Wozu hat der denn, wo hat der denn seinen Mittelpunkt ausgerichtet? So, hier ist Mitte. Okay, passt. Okay, da kriegt er jetzt auch den Mittelstreifen. Okay, Förderband. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. So, okay. Dann wäre das im Prinzip soweit durch. Dann, das heißt, die Kohle, die jetzt von unten raufkommt, wird hier durch. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass das noch passt. Das sieht gut aus. Okay. Genau, das heißt, die Kohle, die jetzt von einem Fließband von unten kommt, wird jetzt hier durch die vier Splitter auf die acht Generatoren aufgeteilt. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Genau, und dann haben wir hier gegebenenfalls die Möglichkeit. Ich meine, wir können ja den Aufgang auch von vorne wegziehen und können den nach hinten machen. Und können dann hier nochmal welche daneben setzen. Vielleicht machen wir das auch. Ich meine, hier können ja jetzt im Prinzip noch eins, zwei daneben. Das heißt, wir würden nochmal vier bauen. Komm, wir machen das einfach.